In Südkorea wurde ein gewaltiger Kryptobetrug aufgedeckt, der vor allem ältere Menschen ins Visier nahm. Die Betrüger boten zwielichtige Staking-Produkte auf Ethereum an und versprachen hohe Renditen. Der CEO und sein Stellvertreter wurden verhaftet und wegen Betrugs angeklagt. Das Unternehmen versprach Anlegern 45% Zinsen und Gewinne durch eine Casino-KI-Plattform. Es gab nie die Absicht, die Investitionen zurückzuzahlen. Es handelte sich um ein Schneeballsystem. Rund 500 Investoren wurden um etwa 39 Millionen US-Dollar betrogen. Der gesamte Schaden beträgt 365 Millionen US-Dollar. Auch gegen eine weitere beteiligte Firma wird ermittelt, die ein ähnliches Betrugssystem betrieben haben soll. Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo. Geschrieben von Giacomo Maihofer.